Das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung hier am Potsdam Science Park beschäftigt sich mit den versteckten Dimensionen. Das heißt, wir arbeiten mit allem, vom Molekül bis zum Material. Das Max-Planck-Institut arbeitet eng zusammen mit den anderen Institutionen hier auf dem Campus. Der Uni Potsdam, aber auch mit den Unis und Instituten in der Hauptstadtregion. Darüber hinaus sind wir natürlich eng vernetzt mit den Top-Instituten weltweit. Der Potsdam Science Park bietet ein hervorragendes Umfeld für ganz junge Firmen und Ausgründungen. Ich erwarte, dass in 5 Jahren eine noch größere Anzahl von kleinen Start-up-Firmen, aber auch mittelständischen Unternehmen hier angesiedelt sein werden. Wir am Max-Planck-Institut sehen uns natürlich auch als einen Teil der Ausbildung der jungen Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher. Das Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie untersucht den Stoffwechsel und das Wachstum der Pflanze. Wie kann ich den Ertrag von einer Pflanze erhöhen? Wie kann ich die Geschwindigkeit, die Effizienz der Photosynthese erhöhen? Wie kann Pflanzen resistenter werden gegenüber Umweltstress, Trockenheit, Hitze? Hier ist ein sehr guter Ort, Forschung durchzuführen, von der Ausstattung, von der Umgebung, der Universität. Gebäude sind entstanden, zum Beispiel, wo Firmengründung stattfinden kann. Der wichtigste Aspekt für uns, von dem Potsdam Science Park, ist die Möglichkeiten für Firmengründungen.